Das ist mein Problem. Denk mal rein, da mal. So, den Chimera an 8S, ja? An 10S. An 10S. Wir setzen nochmal an, der Pilot kommt noch. Okay. So. Das ist der Stanley halt. Der Stanley fliegt und der Papa schmeißt. Rutschst du, Christian, oder? Ja. Scheiße. So, jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen. Jetzt gucken wir mal. So, was ist denn jetzt passiert? Die Belastung. Die Fläche ist geplatzt. Also die Fläche ist geplatzt und dann ist er hat sie natürlich sofort aus der Strömung raus. Also die Fläche ist im Prinzip da auseinander. Da hast du die Fläche ist aufgeplatzt oder dann hat er sofort gebremst, wie eine Klappe. Ja, ja, ist klar. Und dann ist er runtergeplatzt. Also er ist geplatzt, er ist definitiv geplatzt. Und der Rumpf auch, ne? Ja, der Rumpf ist dann zerbrochen natürlich. Aber Motor, Regler, Akku hast du. Akkus sind alles gut, ja. Okay. Regler sieht gut aus. Ah ja, ist dumm gelaufen. Also würde ich bei Markus mal unter Kollanz machen. Genau. Unter Kollanz, sagt er hier. Er hat einen leichten Lackschaden, könnten wir da mal eine neue haben? Ja, passiert halt. Die baut er ja auch nicht mehr, aber es sind halt Hühnsitz. Wie gesagt, Akku, Motor, Regler. Hat da wenigstens mit einem blauen Auge davon gekommen. Soweit. Hier aus Greifswald. Ja, das ist es schon.